Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal soll es um die Smartphone-Revolution so ein bisschen gehen in Sachen Kameras. Ich bin ja gerade dabei, das Huawei P30 zu testen, was ich ja hier auch ausgepackt habe. Übrigens, ich habe jetzt auch hier eine Hülle mir besorgt. Und dafür habt ihr ja gemerkt beim Auspacken, dass ich das so ein bisschen vermisst habe. Das scheint wohl nur bei den Honor-Geräten zu sein, dass da eine Hülle kostenlos dabei ist. Bei den Huawei-Geräten nicht. Jedenfalls habe ich mir jetzt eine Hülle besorgt für das Huawei P30. Aber ganz was anderes. Das Huawei P30 macht ja oder hat Schlagzeilen gemacht, dadurch, dass es halt eben eine wunderbare Kamera hat. Genauso wie das P30 Pro. Und diese Kameras machen ja bereits schon seit einigen Jahren Konkurrenz zu diesen kleinen Kompaktknipsen, die man so kennt. Und mit dem Huawei P30, und ich habe ja auch gesagt, das ist einer der Gründe, weil ich versuche so ein bisschen dann vielleicht die Kompaktknipse damit auszutricksen oder damit halt wirklich wegfallen zu lassen, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, dadurch, dass man jetzt den Teilen auch noch einen optischen Zoom gibt oder in dem Fall einfach einen Sensor mit einem anderen Zoom-Objektiv dran, mit dem man arbeiten kann, schafft man im Grunde genommen das, was die Kompaktkameras auch haben. Ist jetzt natürlich eine ganz, ganz auf Glatteis sich befindende Aussage, würde ich mal fast schon behaupten. Weil es gibt natürlich mega kompakt Kameras, die einen 30-fachen optischen Zoom bieten. Also wirklich tatsächlich Optik, die sich bewegt und optisch reinzoomt. Und das schaffen natürlich diese Smartphone-Knipsen nicht. Sie haben jetzt hier beispielsweise beim P30 einen dreifach optischen Zoom, was ich schon richtig genial finde. Ich kann den mit Hilfe von Software-Tricks noch auf fünffach so gut optisch zoomen, dass mir das noch, dass ich das tatsächlich auch noch komplett ausdrucken würde und also keinen großen Unterschied sehen würde zu diesem dreifachen Zoom, der nur rein optisch funktioniert. Und der Fünffach ist halt so ein Hybrid-optischer, das heißt, da wird dann halt mit Hilfe des größeren Megapixel-Sensors, der gekroppt wird und mit Hilfe der anderen Sensoren, die man hat, dem dreifachen optischen, wird dann halt was ein Bild zusammengerechnet. Aber das ist schon richtig genial und beim P30 Pro ist es ja sogar ein fünffacher optischer Zoom und der kann dann, glaube ich, Hybrid sogar zehnfach optisch zoomen, also Hybrid, nicht optisch zoomen, sondern Hybrid optisch zoomen, also so ein Hybrid Zoom, also digitale Berechnungszoom auf zehnfach, was schon richtig genial ist, muss man sagen, und da kommt er schon an den meisten kleinen Kompaktkameras ran. Aber wie gesagt, es gibt 30-fach Kompaktkameras, die 30-fach zoomen können. Sagen einige, hey, das kann das P30 doch auch. Ja, aber nur digital. Und dann werdet ihr ja bei meinem Camera-Review sehen, 30-fach Zoom mit dem Teil hier, das will man nicht wirklich. Das ist wirklich allergrößte Not, muss da bestehen, dass man das überhaupt einsetzen möchte. Aber, also diese Mega-Zoom-Linsen, nee, das wird ihr mit dem Handy so schnell nicht ersetzen können, außer man bringt jetzt am Ende des Jahres irgendwie noch, was weiß ich, einen 10-fach optischen Zoom raus. Nee, eigentlich nicht Ende des Jahres, sondern jetzt kam Oppo raus mit ihrem allerneuesten Schmuckstückchen, das nennt sich Oppo Reno. Und dieses Smartphone hat tatsächlich einen 10-fach optischen Zoom mit eingebaut. Was heißt das jetzt? Das ist nicht wirklich ein optischer Zoom, der wie eine Linse rein und raus zoomt, so wie ich das jetzt hier, ich versuche es mal. Also das zoomt nicht so. Sondern es ist tatsächlich, so wie hier beim P30, ein Array aus drei verschiedenen Linsen und eine dieser, oder drei verschiedenen Sensoren und drei verschiedenen Linsen und einer dieser Linsen hat halt eben einen 10-fach optischen Zoom fest, also eine Festbrennweite von 10-fachen Zoom. So habe ich das zumindest verstanden. Also ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt Falschinformationen gebe, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein 10-facher tatsächlich Festbrennweiten-Zoom ist und dass sie nicht sowas machen wie beim P30 Pro, dass das so eine Hybrid-Geschichte ist, wo man also tatsächlich wie beim P30 Pro einen 5-fachen optischen Zoom drin hat und dann versucht, den irgendwie mit Hybrid-Technologie, also dem 48 Megapixel, dann doch noch in einem guten auf 10-fach zu schaffen, sondern dass es wirklich im Ecke besser ist, dadurch, dass es tatsächlich ein 10-fach optischer Zoom ist, den man dann mit dem Hybrid-Zoom auf 30-fach noch kriegen kann. Das ist das, was das Oppo Reno anbietet und das ist das, was das richtig spannend macht an der Stelle. Ansonsten, ja, Oppo ist dafür bekannt, dass sie interessante Sachen machen, anders als beispielsweise hier, wo wenn ich jetzt mal, ich müsste vielleicht in eine App gehen, die mir einen weißen Hintergrund bietet.
Ja. Der Google Play Store, da kann man das eventuell sehen. Hier seht ihr, habe ich noch eine Notch als Frontkamera, also quasi da tatsächlich so eine Teardrop-Notch, die ist nicht ziemlich groß, aber immer noch erkennbar. Und das ist bei dem Oppo Reno nicht mehr der Fall. Die haben also vorne komplett ein Display. Ich kann das, glaube ich, im Foto auch nochmal zeigen. Aber sie haben komplett ein Display vorne eingebaut. Und das Besondere an der Geschichte ist, wenn man ein Selfie machen möchte, kann man das machen. Ihr kennt ja vielleicht das Vivo NEX, glaube ich, hieß es, oder NX hieß es. Und Oppo hat, glaube ich, auch das Find X rausgebracht. Die hatten so einen motorisierten Selfie-Cam-Gedönse. Das, also wenn man ein Selfie machen möchte oder man sich per Gesichtsanmeldung anmelden möchte an seinem Smartphone, fuhr dann so das Teil raus. Es war mechanisiert, also das heißt, es war ein Motor eingebaut, der das Teil rausgefahren hat und dann auch wieder reingefahren hat, wenn man es nicht gebraucht hat. Das gleiche passierte dann auch, wenn man halt eben ein Selfie machen wollte, dann fuhr das Teil raus und wieder rein. Es wurde natürlich, bei den ersten Produkten ist es immer so ein bisschen was kritisiert, dass es halt eben, ja, das geht irgendwann mal kaputt, da könnte Staub reinkommen und dann ist es halt schnell kaputt. Oppo hat sich jetzt Sache ein bisschen was besser überlegt, hat sich gedacht, okay, gab es ja noch andere Konzepte, wo man keinen Motor eingebaut hat, wo man gesagt hat, man slidet das. Also ihr kennt ja Slider-Telefone. Ich habe leider keins hier, aber ich hatte mal Slider-Telefone, die vor allen Dingen für die Tastatur darunter gedacht waren. Ich glaube, das letzte große Android-basierende Slider-Telefon war das BlackBerry Priv. Das hat also eine Tastatur unten drunter. Man konnte also das Display nach oben schieben und dann hatte man dann drunter die Tastatur und Zugriff darauf. Und nach dem gleichen Konzept hat man sich gesagt, okay, man zieht das Display runter, um dann halt die Kamera die Frontkamera dann ja, zu benutzen oder benutzen zu können. Und ja, das ist war ein anderes Konzept. Einige stehen da immer noch drauf, aber ja. Ist auf jeden Fall ein Konzept, das natürlich ein bisschen was mehr Robustheit verspricht, dadurch, dass halt eben dieser Slider-Konzept ist man gewohnt, hat man seit Jahren schon gebaut damals. Also das sollte funktionieren, kann natürlich auch immer wieder kaputt gehen, aber es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Man zieht entweder die Front nach unten oder man zieht das hintere nach oben, also das Hinterteil nach oben. Und dann gibt es halt mehrere Konzepte auch, die man nutzen kann. Einige etwas stabiler, einige etwas instabiler. Aber das Oppo Find macht sich jetzt etwas zunutze. Sie machen nämlich nichts anderes als hier quasi zu sagen, okay, wir brauchen ja im Grunde nur eine Ecke, wo unsere Kamera dran ist und der Rest der Radatsch braucht da gar nicht dran zu sein. Es soll trotzdem stabil sein, es soll nicht einfach so ein kleines Kameramodul sein, was rausfährt, sondern es muss irgendwie stabil sein, also machen wir es größer. Also machen sie im Grunde genommen nichts anderes als eine so Art Dreieck. Das heißt, wenn ich ein Selfie machen möchte, macht das Ganze so. Und dann fährt die vordere Kamera raus und kann dann ein Foto machen. Das ist jetzt eine kurze Demonstration mit dem anderen Smartphone natürlich. Ihr werdet sicherlich, wird dann so ein Bild einblenden, wo ihr das Ganze sehen könnt, wie das Ganze dann aussieht. Also es ist quasi wie so eine Nussecke, die da rausfährt mit der kleinen Kamera. Ich glaube, es sind sogar zwei Kamerasensoren oder zumindest, oder vielleicht sogar ein Time-of-Flight-Sensor. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Frontkamera, nein, es ist nur eine Kamera mit 16 Megapixel und hat vielleicht noch einen extra Sensor für Tiefenschärfeinformationen. Das war es dann im Grunde genommen auch schon. Oder ein Blitz. Das war es schon in dieser Nussecke. Was macht das Ganze besonders, ist tatsächlich auf der Rückseite natürlich dieser Zoom, beziehungsweise diese drei Sensoren, die dort verbaut sind. Und dort ist halt eben auch ein zehnfacher Hybrid. Zoom mit drin. Sage ich zehnfacher Hybrid-Zoom, das heißt mit anderen Worten, die machen das doch digital so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Man müsste es mal vergleichen. Man muss drauf aufpassen und mal vergleichen, wie sich das mit einem P30 Pro bietet, weil das P30 Pro hat auch einen zehnfachen Hybrid-Zoom und bei dem war jetzt eigentlich gesagt, dass es einen zehnfachen optischen Zoom hat. Ist halt die Frage, ist es tatsächlich ein zehnfacher optischer Zoom oder ist es nur ein fünffacher, sechsfacher, siebenfacher und der Rest wird digital berechnet? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall stößt das für mich eine komplett andere Kategorie in Sachen Kamera-Smartphones an, weil sie jetzt wirklich in eine Kategorie vorstoßen, die richtig, richtig gut sein kann. Ich habe das hier bei dem P30 Pro, bei dem P30 Pro nicht, aber bei dem P30, was ich habe, doch durchaus schon gemerkt, dass diese Porträtfunktion, die man vielleicht bei solchen Kompaktkameras, dadurch, dass man so einen langen Zoom hat,
immer sehr geil benutzt, einen optischen Zoom hat, immer sehr geil benutzen kann, also für die Freistellung, wo man dann halt eben nicht irgendwie mit dem digitalen, Huawei hat sowas ja auch eingebaut, also so eine Art digitaler Bokeh-Effekt arbeiten muss, um Dinge freistellen zu können, kann man das mit dem Zoom hier des P30, dem Dreifachen, auch durchaus schon hinkriegen, in einer Qualität, die vor ein paar Jahren halt eben bei den Kompaktkameras gang und gäbe war. Und die natürlich hier mit irgendwelchen Berechnungen und Nachschärfungen und so weiter und so fort auch noch weiter optimiert werden kann. Das heißt, insgesamt gesehen bin ich doch schon recht begeistert von der Geschichte und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Kamera-Smartphones oder Smartphones, die auf solche Kamerasysteme setzen werden, durchaus interessant werden kann in der Zukunft, dass immer mehr diese Kompaktknipsen aussterben werden und dass wir dann im Grunde genommen vielleicht nur noch diese ultralangen großen Zooms bekommen, also 30-fach optischer Zoom. Sony hatte da, wie heißen die, HX90, glaube ich, ist das allerneueste Modell zum Beispiel. Es hat dann, glaube ich, auch einen Sensor, der etwa in die Größenregion eines Smartphones kommt, aber es hat halt tatsächlich diesen 30-fachen oder sogar 50-fachen optischen Zoom. Panasonic hatte einige Kompaktkameras auch angeboten mit dieser Zoom-Leistung. Aber wenn man das mal vergleicht mit so einem Smartphone, auch bei der maximalen Zoom-Stufe, sind die auch nicht wirklich brauchbar, die Bilder. Weil selbst bei dem optischen Zoom, der mehr verspricht, hat man dann so viele chromatische Aberrationen und Farbverfälschungen und Probleme, die durch die Linse, durch das Objektiv selber auftauchen, sodass man nicht wirklich gerne mit voll ausgefahrenem 30-fach Zoom hantiert bei diesen Knipsen oder 50-fach Zoom. Und das ist das gleiche Problem, was wir momentan bei denen ja haben, die ja dann ihren 30-fach, in dem Fall beim P30 und 50-fach beim P30 Pro Zoom ja nicht optisch machen, sondern digital, aber der dann halt irgendwie so verwaschen wird und so schlecht aussieht, dass man das auch nicht wirklich nutzen möchte. Es ist noch eine Ecke schlechter, klar, als der optische Zoom bei diesen Kompaktkameras. Da kann man halt immer noch mehr Informationen rausholen und man kann chromatische Aberrationen natürlich hinterher mit RAW-Bildern rausrechnen. RAW-Bilder ist aber auch eine Geschichte, die jetzt hier bei denen auch unterstützt wird und wenn die Sensoren ja, etwa gleich groß sind, dann macht das so ein RAW-Bild und so ein Unterschied da auch nicht so viel aus, dann muss natürlich die Software stimmen. Also ich bin mir relativ sicher auch mit der Geschichte, dass jetzt nicht nur Huawei das macht, sondern dass es jetzt auch Oppo mit ihrem Reno machen und da werden doch sicherlich einige andere in dieser Kategorie mit reinspringen. Für die Leute, die sich für das Oppo Reno entscheiden wollen als Konkurrenz zum Huawei, man kann richtig Geld sparen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar zwei Versionen von diesem Oppo Reno, die eine Version ist so eine normale Variante ohne diesen 10-fach optischen Zoom und dann gibt es diese 10-fach optische oder 10-fach Zoom Edition, so heißt sie. Ob das ein optischer Zoom ist, das muss ich noch rausstellen. Dieser 10-fach Zoom Edition kommt auch mit dem aktuellsten Snapdragon 855 Octa-Core Adreno 640 GPU, 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner oder 256 GB interner Speicher, erweiterbar mit MicroSD auf 256 GB, 6,6 Zoll großes AMOLED, ist glaube ich auch wieder die Region, ich glaube 6,5 ist das P30 Pro, also es kommt in eine große Phablet-Kategorie, aber dadurch, dass halt diese Display-Ränder ultra dünn sind, würde ich mal fast schon behaupten, ja, es ist noch erträglich und noch brauchbar. Ansonsten hat es einen 4065 mAh starken Akku, kann Fast-Charging mit 50 Watt und hat eben 48-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1,7. Optische Bildstabilisierung mit dabei, einen 13-Megapixel mit Blende 3,0. Und das ist ein fünffach optischer Zoom. Das heißt, dieser 10-fache Zoom ist tatsächlich wie beim P30 Pro einfach nur digital berechnet. Das heißt, sie haben die gleiche Technologie wie das P30 mit eingebaut. Also Spekulationen können wir jetzt weglassen. Ich hätte besser lesen sollen. Das ist das, was ich so bei den Vlogs meistens mache. Ich lese meistens eher nichts. Ich folge einfach drauf und laber drauf los. 8 Megapixel ist das Ultraweitwinkel. Müssen wir natürlich heutzutage auch haben. Wunderbar auch, glaube ich. Ich glaube, das ist diese drei Brennweiten, die sie versuchen, bei diesen Smartphones abzudecken, ist genau das, was wir als Urlauber haben wollen. Und das ist, glaube ich, das, was
Dann den kleinen Kompaktkameras, die halt eben nicht den großen Sensor haben, also nicht die Premium-Kompaktkameras. Eine Sony R1X, glaube ich, heißt sie. Oder R1R, irgendwie sowas. Also mit einem Full-Frame-Sensor drin, eine Festbrennweite. Wird so ein Smartphone nicht in die Tasche stecken können. Da wird selbst, glaube ich, das gekroppte Bild immer noch besser aussehen als das gezoomte hier. Aber gerade diese 30-fach Ultrakompakt-Zoomer Kameras, die, da kann man hier also wirklich für das meiste, was man so für den Urlaub braucht, durchaus wegstecken. Also wenn ich das hier vergleiche zum Beispiel mit meiner Micro Four Thirds Lumix LX100, kommt das hier der Lumix LX100 schon sehr, sehr nahe. Und ich glaube, die Lumix LX100 hat auch nur einen 3,5-fachen Zoom oder sowas optisch. Und das Teil hat hier jetzt einen dreifachen optisch. Da wäre beispielsweise sogar schon das Oppo Reno in Sachen Zoom-Möglichkeiten durchaus in der Lage, die LX100 zu schlagen. In Sachen dynamischer Umfang, Bildumfang, würde ich sagen, nicht ganz. Also hoffe ich zumindest nicht ganz. Das ergibt sich einfach aus der physikalischen Geschichte. Aber die LX100 ist Mark I übrigens, also die alte, ist auch schon was älter, hat einen älteren Sensor drin. Und es könnte durchaus sein, dass das schon ziemlich nah dran kommt. Und da bewegen wir uns also in eine Kategorie rein, wo ich sagen würde, ja, bei diesen Kamerasensoren, und jetzt vor allen Dingen bei diesem mit dem Tele-optisch, kommen wir in eine Kategorie rein, wo ich sagen würde, ja, das kann durchaus diese alten Kompaktkameras durchaus ablösen. Und ich verstehe langsam auch, warum man als Otto-Normalverbraucher dann eventuell doch auf die Smartphone-Kamera setzen möchte. Und ich verstehe auch, warum die ganzen Smartphone-Hersteller immer mehr in die Kamera investieren, weil sie den Markt durchaus sehen, Kompaktkameras immer mehr, ja, den Rang abzulaufen und dann natürlich auch immer mehr die Funktionen einzubauen, die Leute haben wollen. Und klar, wenn man nicht fünffach optisch telezoomen möchte bei dem Oppo Reno, sondern nur zweifach oder dreifach reinzoomen möchte, wird das natürlich digital berechnet. Aber, und das ist das Tolle an der Geschichte, dadurch, dass man mehrere Sensoren hat, kann man natürlich eine gute digitale Berechnung machen. Und ich würde sogar schon fast behaupten, aber das muss ich ganz genau testen, für den Otto-Normalverbraucher zumindest, also den Urlauber, der normal knipst, ist da kein großer Unterschied mehr zu sehen zwischen dem digitalen Zoom dieser Brennweite zwischen also dem dreifachen oder dem fünffachen und dem einfachen Bereich, den man hat, der digital ja berechnet wird mit Hilfe dieser zwei Kamerasensoren. Der steht fast im Nichts nach, glaube ich, zu dem, was man als Otto-Normal-Tourist eventuell, wenn man da irgendwas besucht, fotografieren möchte. Und großer Vorteil von diesen Kamera-Smartphones ist natürlich, sie haben auch eine Ultra-Weitwinkelkamera mit an Bord, die bei den Kompaktknipsen meistens nicht drin ist, weil die fangen bei 24 mm an im Zoom-Bereich. Zumeist Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, diesen Ultraweitwinkel, den kriegt man einfach nicht. Und den kriegt man bei diesen Smartphones. Das ist gerade bei Besuchen, wo man riesig große, wenn man vom Kölner Dom beispielsweise steht und dann ein Foto knipsen möchte, da muss man mit den Ultrakompakten ganz nach hinten laufen, irgendwie, um den irgendwie noch erfassen zu können in seiner Gänze. Mit dem Ultraweitwinkel auf einer Smartphone-Kamera kann man direkt vorstehen und sagen, wow, man hat das meiste direkt im Blick. Also das hat schon Vorteile und das darf man oder sollte man nicht unterschätzen. Deshalb glaube ich, jetzt auch hier nochmal zurückzugehen auf den Punkt, weil ich jetzt hier ein bisschen was lang labere. Im Mai 2019 soll dieser 10-fach-Hybrid-Zoom, wie wir jetzt wissen, wie wir rausgefunden haben, von Oppo Reno rauskommen, die Version. Das Ganze wird, glaube ich, etwa in den Preisregionen zwischen 500 und 600 Euro liegen. Das heißt, in einer deutlich geringeren Preisregion als hier das P30, das nur einen dreifach-optischen Zoom hat. Also im Grunde genommen kriegt man in der Ausstattungsvariante, ich habe jetzt von der Qualität, weiß ich nicht bei Oppo, aber ich gehe mal von aus, Oppo sind ja auch die hinter dem OnePlus stecken und die haben meistens gute Qualität bisher geliefert mit diesem Selfie-Gedönse. Keine Ahnung, ob das mit dem Motor, ob das wirklich qualitativ 2, 3, 4, 5 Jahre halten wird, muss man sehen. Aber ich würde sagen, von den
von den reinen Spezifikationen ist das in einer Liga mit dem P30 Pro. Softwaretechnisch, kameratechnisch bin ich mir nicht so sicher, glaube ich nicht ganz, dass sie mithalten können. Aber, also was die Software angeht von der Kamera, aber sie sind sehr, sehr nah dran. So dass ich sagen würde, der Unterschied 1000 Euro für den P30 Pro und etwa 500 bis 600 Euro, also 500 oder 400 Euro sparen, um sich ein Oppo Reno zu holen, da würde ich mir tatsächlich, weil die Unterschiede zwischen dem Oppo Reno und dem P30 Pro dann so gering ausfallen, auch gerade was Fotogeschichten angeht, würde ich sagen, schaut euch das auf jeden Fall auch mal an, wenn es eure Entscheidung ist und ihr auch eine alte Kompaktkamera habt und jetzt entscheiden wollt, ja, setze ich darauf oder kaufe ich mir für den gleichen Preis, also oder kaufe ich mir entweder eine Premium-Kompaktkamera oder kaufe ich mir ein Smartphone, weil ich sowieso auch ein neues Smartphone brauche und habe dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und dann kann ich so in diese Preisregion und mit den Triple-Kameras rein, um dann das Ganze auch noch zu kompensieren. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Und ich tendiere gerade aktuell dazu, tatsächlich für den Otto-Normalverbraucher das hier zu wählen. Für den Hobbyfotografen, so wie ich auch einer bin. Ich habe mir jetzt das Teil geholt, ich weiß. Aber, weil ich es einfach ausprobieren möchte und nur neugierig bin, auch weil ich eben Hobbyfotograf bin und auch rausfinden möchte. Ich hatte solche Kompaktkamera-Knipsen auch mit einem großen Zoom. Die waren dann damals auch nicht ganz so kompakt. Sie schlagen, also Kameras, die ich jetzt vor 10 Jahren hatte, deutlich. Das kann ich jetzt schon sagen, auch wenn die Kameras, die ich vor 10 Jahren hatte, einen deutlich größeren Zoom hatte, schlägt das Teil hier das deutlich von der Qualität her und den Möglichkeiten auch. Das ist das Interessante, da die Software hier zumindest einen Pro-Modus bietet, der sehr viele Möglichkeiten bietet. Und vor 10 Jahren die Zoom-Kamera, die ich hatte, wie hieß die, Hybrid-Zoom-Kamera, 30-fach irgendwas, Fujifilm SX50, irgendwie sowas. Das schlägt das Teil auf jeden Fall. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mich würde interessieren, was steckt bei euch so alles drin? Nee, ich will nicht reimen und auch nicht schleimen. Schreibt mir in den Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ob das die Zukunft ist von Kompaktkamera-Knipsen oder als Hobbyfotograf würde ich ja eher sagen, nee, ich will ja mehr Kontrolle, ich brauche Drehrädchen und Knöpfe. Ich mag das auch, deshalb habe ich ja so eine Fujifilm wie hier, jetzt die X-T100, wo ich reinquatsche, oder auch meine X-T20, meine Geliebte, die ich immer noch benutze, Drehrädchen. Und da mag ich ja sogar die analogen Schaltknöpfe und alles Mögliche. Aber ich mag auch das hier, weil das habe ich immer überall irgendwie dabei. Die X-T20, auch die X-T100, die sind da zwei kleine und kompakte Kameras, aber die habe ich nicht immer dabei. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen, weil ich keine Kameratasche noch mittragen möchte, wenn ich irgendwo hingehe. Oder weil es einfach auch nicht geht. Oder weil es einfach nicht opportun ist oder sowas. Ich weiß es nicht, weil es ungewohnt ist, das immer überall mit hinzuschleppen. Vielleicht liegt das nur an mir, aber Bequemlichkeit ist, glaube ich, auch, und Faulheit ist, glaube ich, da auch ein großer. Selbst als Hobbyfotograf schleppt man seine Kamera noch nicht immer jedes Mal mit, ne? Vermute ich sehr stark, sondern selbst wenn man mal kurz einen Spaziergang macht, dann hat man meistens das Smartphone, wenn man was Interessantes findet oder was man fotografieren möchte, zückt man halt das Smartphone. Wenn man halt dann solche Fähigkeiten hat wie hier, ist die Gefahr natürlich ziemlich groß, dass man seine kleine Kompaktkamera wahrscheinlich öfters zu Hause lässt als sonst. Das ist zumindest meine Meinung, selbst als Hobbyfotograf. Wobei natürlich ganz klar, die Physik, die kriegt ihr natürlich, kommt ihr vielleicht nah dran, die zu schlagen, und Kameras von vor 10 Jahren, könnte hier mit den Smartphones dann doch durchaus schon schlagen, aber vielleicht sogar Kameras vor fünf Jahren oder so. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich halt Kamerasensoren oder Kameras mit größeren Sensoren und neueren, also oder aktuellen Sensoren, wie beispielsweise das hier, würde niemals meine X-T100 mit dem 1835er schlagen können, in den meisten Fällen. Im Automatikmodus, wenn ich also die X-T100 auf volle Automatik stelle und das hier auf volle Automatik mit AI-Assistant-Modus eventuell, weil hier ist ein schnellerer Prozessor drin als in der X-T100, da bin ich mir relativ sicher. Hier sind wahrscheinlich mehr Szenenerkennungsgedönse mit drin und was weiß ich, ich funk nach Hause und frage nach, was das jetzt für ein Brot ist, was der da zu fotografieren versucht, zu seinem Abendbrot oder so.
Und dann optimiere ich das, dass es so aussieht, dass es lecker ist. Auch wenn das hier, also ich gerade aufgetaut aus dem Gefrierschrank rauskommt und ja, das passiert, dann glaube ich, dass das hier das vielleicht besser hinkriegt im Vollautomatikmodus. Aber natürlich, wenn es um Kreativität geht und Fotos machen, auch als Hobbyfotograf, Fotografen sehen sich ja meistens auch so eine Art als Künstler an, auch wenn ich das Wort Künstler so ein bisschen hasse, weil ich glaube, ich bin kein Künstler, wenn ich Fotos schieße. Aber selbst wenn ich versuche, kreativ irgendwie die Fotos zu machen und so, ist das noch kein, also ist für mich noch keine Kunst. Man kann durchaus natürlich mehr mit diesen größeren Sensoren, mit der Freiheit der Objektive, gerade bei den Systemkameras oder bei den Spiegelreflexkameras, deutlich mehr rausholen als hiermit. Selbst eine 10 Jahre alte Spiegelreflexkamera wird in Sachen Bildqualität wohlmöglich immer noch, gerade auch in Lowlight-Geschichten, das hier schlagen können, wenn man richtig genau hinschaut. Das, was hier nämlich der Physik entgegenwirkt, ist halt nur Software, die da versucht, irgendwie was rauszuholen. Nun ja, ich habe jetzt lang gelabert, fast eine halbe Stunde Video gemacht, das gibt's ja nicht. Eure Kommentare unten hinterlassen, ansonsten liken, abonnieren und mich würde interessieren, womit ihr denn in eurem nächsten Urlaub dann Fotos schießen werdet. Wird das eine Kombination aus beidem? Smartphone mit vielleicht sowas hier? Dreifachen optischen Zoom oder drei Kameralinsen und so weiter und so fort mit Weitwinkel? Oder werdet ihr eure Kompaktkamera, eure heißgeliebte, überall hin mitschleppen und damit versuchen, Fotos zu schießen? Würde mich mal sehr stark interessieren. Eure Meinungen alle im Kommentarbereich hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Ciao!